Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Ruinen gebaut habe. Das Ganze ist Teil des Warhammer 40.000 Projekts, welches der Raumwandler und ich vor einiger Zeit gestartet hatten. Wir wollen ja spielerisch wieder so ein bisschen in das Hobby einsteigen. Entsprechend haben wir unsere Armeen bemalt. Jetzt musste noch Gelände gebaut werden. In den ersten paar Testspielen ist aufgefallen, dass dann tatsächlich auch höheres Gelände so ein bisschen gefehlt hatte. Dadurch waren meine Elder doch leicht im Vorteil gegenüber den Orks, da diese nicht wirklich viele Möglichkeiten hatten, sich zu verstecken oder in Deckung zu begeben. Das Ganze wollen wir jetzt damit korrigieren, dass einfach höheres Gelände auf die Spielplatte kommt. Dafür habe ich insgesamt 6 große Ruinen und 6 kleine gebastelt. Die großen, da habe ich mich generell auch an die Maßen so ein bisschen an die GW-Modelle gehalten. Also das heißt, die erste Etage ist in 5 Zoll Höhe. Ich finde zwar, dass die Fassade dadurch sehr lang wirkt und mir nicht unbedingt gut gefällt, aber ich denke, der Hersteller hat sich da so ein bisschen was bei gedacht. Deswegen übernehme ich es einfach mal blind und ja, das möchte ich euch heute zeigen. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr Fragen habt etc., dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, Kommentare und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Damit unterstützt ihr mich tatsächlich wirklich aktuell mit am meisten. Das ist das, was mich auch am meisten motiviert und auch wöchentlich neue Videos für euch zu liefern. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal mit dem Basteln. Dieses Video wird unterstützt durch Gotami. Ja, fangen wir einfach mal mit dem an, was ich nicht gefilmt habe. Und zwar musste ich mir zunächst einmal die Wände, die Platten zurechtschneiden. Das Ganze habe ich mit Styrodur gemacht, mit einem Hartschaumplatte. Habe diese dann mit einem Thermocut mir zurechtgeschnitten aus Duplosteinen. Meiner Tochter habe ich mir eine Führungsschiene gebaut, damit ich die Platten möglichst gerade dann auch scheibenweise abschneiden kann. Ich habe mir einige Platten in der Größe 5x5 Zoll und 10x5 Zoll zurechtgeschnitten. Die Wandstärke habe ich bei 0,7 cm mich für entschieden. Wie gesagt, die 5x5 und 10x5 Zoll, das ist ja, war eher das, wo ich dachte, ich orientiere mich so ein bisschen an die GW-Gebäude, die sie zum Verkauf anbieten. Und die 0,7 cm Dicke, das war einfach so, ja, ich habe einfach geguckt, welche Stärke, Wandstärke gut passen würde und habe mich dann dafür einfach entschieden. Da habe ich mir also einige Platten dann zurechtgeschnitten. Und ich habe mir dann noch ich sag mal, einen Styrodurstreifen gemacht, der einmal 1 cm dick ist und habe dann da in einem schiefen Winkel dann einige Stücke in gleicher Größe abgeschnitten. Das ist einfach die Teile, die ich dann hinterher von außen an die Wand anklebe, um das Ganze noch so ein bisschen aufzupeppen, die Fassade, damit das nicht alles einfach so schnurstracks gerade ist. Ja, nachdem ich das alles so zurechtgeschnitten hatte, musste es strukturiert werden. Ich hatte anfänglich hier so einen Strukturierungsstein mal in der Wildnis gefunden. Das war recht mühsam, da mehrere Platten mit zu strukturieren. Also ein, zwei kann man locker machen. Irgendwann wird es halt sehr mühselig, gerade wenn man so viel auf einmal baut, wie ich es jetzt hier getan habe. Dann bin ich irgendwann umgestiegen zu einer Aluminiumkugel. Das ging ein bisschen leichter von der Hand. Ich habe mir so eine Aluminiumwalze eher und habe das einfach dann über diese Strukturdinger, über die Styrodurplatten habe ich das drüber gerollt und das ging leichter. Wobei mir jetzt rückblickend betrachtet die Struktur des Steines besser gefällt als die der Aluminiumkugel, aber da muss jeder halt selber schauen, was ihm persönlich am besten gefällt. Nachdem dann die Wände soweit zugeschnitten und strukturiert waren, bin ich hergegangen und habe die Fenster reingemacht. Das heißt, ich bin hergegangen und habe mir aus dem Playmobilhaus meiner Tochter einen Fensterrahmen rausgetrennt, der von der Größe eigentlich ganz gut passend war. Und habe diesen einfach dann als Schablone quasi genutzt und einmal auf die Styrodurwände feste draufgedrückt, dass ich einfach diese Umrandung habe.
Und diese Umrandung habe ich dann einfach mit dem Cutter oder mit dem Messer und einem Metalllineal vorsichtig ausgeschnitten. Und so habe ich im Prinzip diese gleich großen Fenster hingekriegt. Ich finde, vom Maßstab passt das eigentlich ganz gut. Ja, und dann ging es im Prinzip eigentlich auch schon los, grob die Form der Ruinen auszuschneiden. Sprich, ja, sie wurden quasi dreieckig geschnitten, wo im Prinzip Wände oder sonstiges abgebrochen ist. Und dann habe ich hier eine große und eine kleine Wand, ja, möglichst im rechten Winkel zusammengeklebt. Nachdem das ein bisschen angetrocknet war, ich habe da auch den schnell trocknenden Holzleim für genommen, bin ich hergegangen, habe die erste Etage eingeklebt. Hierfür habe ich die Ruine auf den Kopf gestellt. Hab die Bodenplatte dran gehalten, um zu gucken, bis wohin gehen denn die Mauerreste unten, und habe dann entsprechend dieses Dreieck rausgeschnitten und bin dann hergegangen wie bei allen anderen Teilen und habe die Ränder einfach rausgebrochen, damit da einfach so eine keine glatte Schnittkante ist, sondern das Ganze ein bisschen wellig wird. Bietet sich an, dann das Styrodur einfach mit dem Finger zu bearbeiten, da die Kanten rauszubrechen. Ich finde, das wirkt eigentlich ganz gut. Dann wurden die Klebekanten wieder mit Holzleim benetzt, und dann wurde das vorsichtig dann im rechten Winkel in die Ruine, in die erste Etage geklebt. Man kann auch dabei, um sicher zu gehen, dass das schön gerade ist, die Ruine auf die Seite stellen oder auf den Kopf legen, damit das schön bündig wird. Man sollte es auch so ein bisschen festhalten, dass der Kleber leicht anziehen kann, damit einem das nicht irgendwie auseinanderploppt, und dann passt das eigentlich ganz gut. Wenn wir vorher das Modell nicht ganz im rechten Winkel zusammengeklebt haben, ist das auch nicht so hundertprozentig schlimm, dadurch, dass das Styrodur doch sehr biegsam ist. Ich finde, es ist sehr biegsam, es bricht auch nicht so schnell, kriegt man es trotzdem noch irgendwo gerade, und wenn es halt nicht hundertprozentig im rechten Winkel ist, fällt das hinterher eh kaum auf, meine Meinung. Danach habe ich quasi die erste Etage aufgeklebt, sprich also das Mauerwerk für die erste Etage. Da bin ich genauso vorgegangen wie auch bei dem unteren Teil, nur ich habe jetzt kleinere Stücke genommen, also die ungefähr 5 Zoll hohen Stücke, habe die zusammengeklebt, das trocknen lassen, um es dann hinterher oben auf die Kanten draufzukleben. Leider ist die Kamerapositionierung bei dem ganzen Vorhaben jetzt nicht so ideal gewesen. Ich hatte da jetzt aber auch keine andere Möglichkeit. Da muss ich zukünftig mal schauen, dass, wenn ich so Geländebausachen mache, dass ich das irgendwie aus einer anderen Perspektive gefilmt kriege. Das ist tatsächlich jetzt nicht so ideal. Aber ich hoffe, ihr versteht und seht trotzdem das, was ich gemacht habe. Genau, den nächsten Schritt habe ich dann auch nicht gefilmt, wie ich es vorbereitet habe. Und zwar wollte ich die ganzen Klebekanten an den Außenseiten verblenden. Hierfür habe ich mir Pappstreifen zurechtgeschnitten, die ich dann einfach auf die Kanten geklebt habe. Für die Ecken habe ich 2 cm breite Streifen ausgeschnitten, wo ich in 1 cm, also in der Mitte quasi, mit dem Bastelmesser einen Schnitt angedeutet habe, so leicht eingeritzt habe, damit ich es da halt gut falten kann. Und ich habe mir 1 cm breite Streifen geschnitten für die horizontalen Klebekanten oben in der ersten Etage. Die wurden dann auch mit Holzleim angeklebt, und ja, ich finde, dadurch fallen halt diese Klebekanten, wo dann die Styrodurplatten aufeinander kommen, dann nicht so stark auf, und es wirkt einfach dadurch ein bisschen schöner. Danach habe ich die kleinen Dekosteinchen, die ich mir gemacht hatte, draufgeklebt, und da, die seht ihr auch, habe ich in 2 verschiedenen Größen. Einmal etwas kleinere und etwas größere. Die größeren sind um die 6 cm an der längsten Stelle lang und die kleinen ungefähr die Hälfte. Das war eigentlich mehr so Augenmaß und weniger mit dem Lineal gemessen. Ja, nachdem die Ruinen dann alle soweit fertig waren, die Verblendungen dran waren, diese kleinen Dekosteinchen von außen dran waren, ich nenne sie jetzt Dekosteinchen, brauchte ich dann noch ein paar Bases. Da habe ich lange überlegt, was ich nehme. Ich habe dann in einem, ich sag jetzt mal, Billigladen so kleine Platzsets, Tischsets bekommen aus Kunststoff. Die wollte ich einfach mal ausprobieren. Da habe ich mir dann entsprechend für jedes Ruinenstück eine Base ausgeschnitten. Habe es anschließend mit Schmögelpapier angeraut, weil die doch spiegelglatt waren. Da hätte das nicht gehalten, glaube ich, mit dem Holzleim. Deswegen ja, wurde das Ganze einmal angeraut.
gerade wenn man Styrodur-Ruinen baut, würde ich tatsächlich empfehlen, eine Base dafür zu machen, weil einfach das Styrodur so leicht ist, die kippen, die neigen dazu, schnell umzukippen und alles. Einmal zu fest übers Spielfeld geatmet und euch fliegt die Ruine weg, deswegen würde ich ja schon eine Base machen. Zukünftig würde ich gerne auch mal andere Materialien ausprobieren, aber das dieses ja, Plastiktischset, das hat an sich ganz gut geklappt, es hat sich nicht gewellt im späteren Verlauf, also im Grunde bin ich damit schon zufrieden. Ja, nun folgte dann auch die Bemalung. Die Bemalung dazu sei gesagt, wurde wieder komplett mit Acrylfarben aus dem Bastel-Billigladen gemalt. Also da wurden jetzt keine hochwertigen Modellbaufarben oder so für verwendet. In dem Fall hab ich mir einen Braun zurechtgemischt aus Schwarz-Weiß und einem hellen Grün. Das Grün einfach nur, um das Grau so ein bisschen aufzubrechen, damit das nicht ganz so ja, langweilig daherkommt. Wurde dem einfach ein bisschen Grün beigemischt und dann die gesamten Ruinen einmal damit bemalt. Der Farbe habe ich auch ein bisschen Holzleim hinzugemischt, um vielleicht das Styrodur dadurch noch mal ein bisschen robuster zu machen. Und die Farbe war relativ flüssig, damit es auch leicht dann in die Vertiefungen Kanten reinläuft. Gerade mit diesem großen Pinsel ist das manchmal so ein bisschen mühselig, das in die letzte kleine Kante reinzukriegen. Beim Farbauftrag ist es jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, dass die Farbe gleichmäßig und hundertprozentig deckend aufgetragen ist. Wenn da so ein bisschen dieses Styrodur durchschimmert, kann ich sagen, ist es gar nicht so schlimm. In den späteren Schritten, die dann noch folgen, geht das eigentlich komplett verloren, dieses Durchschimmern. Von daher müsste da jetzt nicht oder musste ich da jetzt nicht so hundertprozentig akkurat arbeiten. Danach habe ich dem Farbmix etwas Weiß hinzugefügt, um es leicht aufzuhellen. Und ihr habt die ganzen Ruinen dann einmal damit vorsichtig trocken gebürstet. Wundert euch nicht, ihr kriegt jetzt aktuell nur so eine kleine Ruine zu sehen, weil die einfach besser vor die Kamera gepasst hat. Alle anderen Ruinen habe ich aber auf dieselbe Art und Weise bemalt. Der nächste Schritt bestand dann darin, dass ich das Grau noch ein weiteres Mal aufgehellt habe mit Weiß, um dann nochmal alle Ruinen ein weiteres Mal zu bürsten. Danach habe ich nochmal etwas Weiß dem Ganzen hinzugemischt und habe es noch einmal gebürstet. Das Ganze werde ich jetzt gleich noch einmal wiederholen mit nochmal etwas Weiß drinnen, um es ja wirklich die ganz starken und krassen Kantenakzente zu machen. In dem letzten Schritt habe ich dann auch versucht, nur von oben aufzubürsten und dann auch nur noch sporadisch. Das heißt, nicht mehr überall dann die letzte Farbschicht aufbürsten. Dadurch kriegt man ja auch noch so ein bisschen Varianz in das Ganze rein und es wirkt dadurch einfach ein bisschen schöner. Ja, nachdem dann die Bemalung des Mauerwerks soweit abgeschlossen ist, kommt der nächste Teil, der Teil, der die meiste Sauerei macht. Und zwar wird jetzt auf die Base eine Strukturpaste aufgetragen. Die habe ich mir selbst zusammengemischt aus Wasser, Holzleim, Sand und Farbe. Der Sand war tatsächlich relativ ja, monoton in seiner Größe. Ich glaube, würde ich das nochmal machen, würde ich darauf achten, dass da tatsächlich ein bisschen mehr Varianz in der Körnung ist. Nichtsdestotrotz hat das jetzt in dem Falle mir vollkommen ausgereicht. Und ja, wichtig hierbei ist, ich habe es über die Tischkante hier rüber gestrichen, dass das nach unten wegfallen kann. Ich habe mir sowas auf den Boden gelegt, wo dann die ganzen Sachen, die dann von der Base runterploppen, dann landen. Deckt, wenn ihr sowas auch auf ähnliche Art und Weise macht, deckt auf jeden Fall einen großen Bereich ab. Das Zeug fliegt überall hin. aber es war für mich jetzt erstmal so die einfachste Möglichkeit, da vorzugehen. Das heißt, ich habe jetzt mit so einem Spachtel die Paste auf die Base draufgeklatscht und dann verteilt. Ich habe darauf geachtet, dass möglichst überall auf der gesamten Base was von dieser Paste übrig bleibt oder zurückbleibt und habe es dann zum Trocknen beiseite gestellt. Also das Ganze hat schon ein bisschen gedauert, weil man doch ein bisschen, ja, die Masse bleibt halt nicht direkt da liegen, wo man sie haben will. Man muss sie manchmal so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Aber dann hat man auf jeden Fall auch mal ein bisschen Gewicht auf dieser ganzen Base und dann wird es dadurch schon deutlich stabiler. Nachdem alle Bases dann durchgetrocknet waren, das hat ein paar Stunden gedauert, bin ich hergegangen und habe dem Braun, welches halt auch in dem,
in der Strukturpaste drin ist, etwas Bärchen zugemischt und habe einmal vorsichtig über die gesamten Bases drüber gebürstet, um da schon mal die höheren Teile ein bisschen aufzuhellen. Danach habe ich mir überlegt, nee, das Ganze gefällt mir irgendwie nicht so. Benutze mal Pigmente. Entsprechend habe ich mir jetzt hier mit einem sehr groben und festen Pinsel Pigmente auf die gesamten Bases aufgebürstet. Ich habe mir hier auch eine kleine Unterlage draufgelegt, weil da doch einiges an Pigmenten runterfallen wird. Also es ist schon eine kleine Sauerei, gerade wenn man so viel dann macht. Ja, wird es ein bisschen staubig und schmutzig, aber gut, so ist es halt nun mal, muss man durch. Also ich habe jetzt die gesamten Bases einmal damit eingerieben. Ich habe drei verschiedene Pigmente zur Wahl gehabt. Ich hatte einen sehr dunklen Braunton, so ein rötliches Braun, und ihr seht hier dieses Desert Dust, was ich aber im Endeffekt relativ wenig benutzt habe, dieses Desert Dust. Ich habe mehr mich auf dieses Braun und Rotbraun konzentriert und habe das einfach nach Herzenslust auf die Base aufgeschmiert und drauf gerieben. Bin auch hergegangen, dass ich hinterher von oben auf die Bruchkanten da auch ein bisschen aufgetragen habe, um die gesamten Ruinen dadurch auch wieder so ein bisschen aufzulockern, damit das nicht so draufgesetzt aussieht, sondern damit es so ein bisschen harmonischer im Gesamten dann einfach wirkt. Jetzt waren natürlich Pigmente drauf. Ich habe mir im Vorfeld auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es danach weitergeht. Ich wusste, es muss irgendwie weitergehen. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gefilmt. Und zwar bin ich dann hergegangen und habe die Pigmente fixiert. Das habe ich mit der Airbrush gemacht und Mattlack. Das hat natürlich diesen ganzen schönen Pigmenteffekt, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dieses trockene, staubige. Das hat das natürlich ein Stück weit dann jetzt zerstört. Muss ich sagen, wenn ich mir jetzt hier so eine Base anschaue, es ist okay, es wirkt sehr einfarbig, es fällt kaum auf, dass ich da zwei verschiedene Pigmente genommen habe, aber ich lasse es jetzt erstmal dabei, vielleicht begrüne ich die Bases ja noch mit so einem Flock, weiß ich noch nicht, halte ich mir mal offen, aktuell werde ich es jetzt erstmal so lassen. Nachdem dann alles soweit mit Mattlack versehen worden ist, habe ich die Bases von unten noch einmal sauber gemacht, weil da sind auch Pigmente. Die möchte ich natürlich nicht auf meiner Spielplatte haben. Das heißt, auch hier habe ich dann einmal mit, Spiritus und einem Tuch habe ich dann die ganzen Bodenplatten von unten noch einmal sauber gewischt, dass da wirklich keine Pigmente mehr hinter die Spielmatte versauen können. Dann bin ich hergegangen, habe Flock aufgeklebt mit Sekundenkleber. Ihr seht das ja in der jetzt in den fertigen Teilen. Und was ich gemacht habe, was ich auch ganz schön finde, ich habe so, ich nenne es mal Propagandaplakate aufgeklebt. Die habe ich über die Google-Suche, habe ich nach Warhammer 40.000 Propaganda oder Xenos Propaganda oder sonstiges halt gesucht. Da findet man etliche Bilder in Bezug auf Warhammer 40.000 mit der Imperialen Armee, mit irgendwas. Also da gibt es wirklich viele, viele Bilder. Da haben sich viele Künstler schon kreativ ausgetobt und so schöne Bilder gemacht. Die habe ich mir einfach genommen. Habe sie mit dem Grafikprogramm in die entsprechende Größe gebracht. Ich habe die ungefähr auf 1 bis 2 cm Breite verkleinert. Habe mir dann viele auf ein Blatt nebeneinander gelegt, quasi in eine Datei, habe das ausgedruckt und ausgeschnitten, anschließend mit servierten Kleber das Ganze dann auf die Mauerruinen von außen angeklebt. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Leben. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gefilmt, weil ich auch da nicht so sicher bin, wie das mit dem Copyright ist. Aber letztendlich, ich habe es euch ja erklärt, wie man drankommt an die Bilder, wie ich sie aufgeklebt habe. Und ihr seht jetzt hier auch noch ein bisschen das fertige Resultat. Ja, ich hoffe, das Resultat oder das Ergebnis gefällt euch. Ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit, das waren, ich sage mal, an einem verregneten Wochenende könnte man das auf jeden Fall umsetzen. Das Projekt ist, die Trocknungszeiten ist halt das, was mit am längsten dauert. Gerade die Strukturpaste, die habe ich schon einige Stunden trocknen lassen, bis ich die dann überhaupt das erste Mal bemalen konnte. Ich bin insgesamt mit dem Ergebnis zufrieden, habe jetzt hier einige Ruinen, die wir beim nächsten Testspiel auf jeden Fall nutzen können und nutzen werden.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Kritik, Lob, Anregungen, ist immer gern gesehen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das unterstützt mich einfach mit am meisten. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.